Der Nürburgring, die legendäre grüne Hölle, sie zieht Rennsportbegeisterte noch immer in ihren Bann. Und trotzdem, für positive Schlagzeilen hat der Eifelkurs in den vergangenen Jahren nicht unbedingt gesorgt. Jahrzehntelang hatte die Rennstrecke Motorsportfans aus der ganzen Welt angezogen. Zu Beginn des neuen Jahrtausends reifte der Plan, die Legende noch attraktiver für Besucher zu machen. Eine Chronologie der Ereignisse. 2004 gab das SPD-geführte Land unter Ministerpräsident Kurt Beck den Startschuss für einen Umbau. Das Projekt Nürburgring 2009 soll aufgewertet werden, mit Freizeitpark, Hotellerie und Gastronomie. Herbst 2007. Der ehemalige Finanzminister Ingolf Däubel und der damalige Nürburgring-Hauptgeschäftsführer Walter Kafitz geben mit einem Spatenstich den Startschuss für den Ausbau zu einem ganzjährigen Freizeit- und Businesszentrum. Juli 2009. Mit Prominenz und großer Medienpräsenz wird der neue Nürburgring eröffnet. Allerdings, ein Großteil der neuen Attraktionen ist noch gar nicht betriebsbereit. Beispielsweise der Ring Racer. Was einmal die schnellste Achterbahn der Welt werden sollte, wurde durch technische Probleme ausgebremst. Im Übrigen bis heute. Und so gab es lediglich eine symbolische Minifahrt mit Ex-Tennisstar und Ringbotschafter Boris Becker und Ex-Geschäftsführer Walter Kafitz. Die Eröffnung also unter keinem guten Stern. Und nur wenige Tage später die Meldung, der Deal mit internationalen privaten Geldgebern ist geplatzt. Die Landesregierung scheint Betrügern aufgesessen zu sein. Die Folge? Der rheinland-pfälzische Finanzminister und Aufsichtsratschef der Nürburgring GmbH, Ingolf Däubel, muss seinen Hut nehmen. Seit Oktober vergangenen Jahres läuft gegen ihn ein Prozess vor dem Landgericht Koblenz. Der Vorwurf? Untreue im Zusammenhang mit der gescheiterten Privatfinanzierung des Freizeitparks. Auch Ringchef Walter Kafitz muss gehen. Auch gegen ihn wird ermittelt. 2010. Der Rettungsversuch. Im Mai erfolgt auf Betreiben der Landesregierung eine Teilung in Betriebs- und Betreibergesellschaft. Sowohl die beiden Rennstrecken, Nürburgring und Nordschleife, als auch die neu geschaffene Erlebniswelt inklusive der beiden neuen Hotels und des neuen Ferienparks in Drees, werden seitdem durch die neu gegründete Nürburgring Automotive GmbH betrieben. Diese gehört zu je 50% der Lindner Hotel AG und dem Immobilienentwickler Medi Invest. Die Nürburgring GmbH besteht seit diesem Zeitpunkt weiterhin als reine Besitzgesellschaft. Diese gehört zu 90% dem Land Rheinland-Pfalz und besitzt und verwaltet seitdem alle Immobilien des Freizeit- und Geschäftszentrums. Zwei Jahre später, Februar 2012. Die stark unter Druck geratene Landesregierung beschließt, den Pachtvertrag mit der Nürburgring Automotive GmbH zu kündigen. Offenbar waren Pachtzahlungen an die Nürburgring GmbH ausgeblieben. Unrentable Teile des Vergnügungsparks sollten dicht gemacht werden. Außerdem sollten 92 Arbeitsplätze gestrichen werden. Juli 2012. Da die vom Land Rheinland-Pfalz beantragten Beihilfen in Höhe von 13 Millionen Euro durch die EU-Kommission nicht rechtzeitig genehmigt wurden, hat die Nürburgring GmbH ein Verfahren zur drohenden Zahlungsunfähigkeit eingeleitet. Am 18. Juli 2012 wurden die Mitarbeiter über die Insolvenz informiert. Am 23. Juli übernahm der Insolvenzverwalter die Geschäftsführung der Nürburgring GmbH. 1. August 2012. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags aktiviert Rücklagen in Höhe von 254 Millionen Euro. Damit soll eine Bürgschaft für einen der insolventen Betreibergesellschaft gewährten Kredit getilgt werden. Der stark unter Beschuss geratene Ministerpräsident Kurt Beck bittet im Landtag öffentlich um Entschuldigung. Ziel der Insolvenz in Eigenverwaltung: eine Neuvermarktung der Rennstrecke. Das viel zitierte Nürburgring-Debakel. Es bedeutet für den Steuerzahler einen Verlust von rund 330 Millionen Euro. Im Mai dieses Jahres wurden Rennstrecke, Freizeitpark und Hotel international zum Verkauf angeboten. Die Ausschreibung lief bis zum 12. Juni. Laut Angaben des Insolvenzverwalters wurde das Gesamtpaket mit rund 120 Millionen Euro bewertet. Die Ringsanierer entscheiden bis zum Herbst, welcher der Investoren zu konkreten Verhandlungen zugelassen wird. Es wird davon ausgegangen, dass sich die endgültige Entscheidung, wer den Zuschlag erhält, bis Anfang 2014 hinzieht.
In der Region indes kämpfen drei Initiativen dafür, dass das Gemeinwohl des Rings erhalten bleibt. Der Verein Ja zum Nürburgring, der Tourismusverein Hocheifel Nürburgring und die Freunde des Nürburgrings. Alle drei luden jetzt zu einer Bürgerversammlung in Nürburg, um einen Förderkreis zu gründen. Die Vorsitzenden der Initiativen, Otto Flimm, Andrea Thelen und Manfred Sattler, jetzt zu Gast im Studio bei TV Mittelrhein und WWTV-Chefredakteur Christian Opitz und dem Chefredakteur der Rheinzeitung Christian Lindner. Ja, und nach diesem schönen Einspieler freuen wir uns auf das spannende Thema bei Im Dialog. Und wenn ich von uns spreche, dann begrüße ich hier meinen Kollegen von der Rheinzeitung Christian Lindner. Wir werden diese Diskussion zusammen führen und werden natürlich hoffentlich viel, viel Spannendes erfahren zu dem Thema, das uns seit Jahren begleitet, Nürburgring. Frau Thelen, wir wollen die Fragerunde eröffnen mit Ihrer Einschätzung. Was bedeutet der Nürburgring für Sie ganz persönlich? Also für mich persönlich ist der Nürburgring Lebensmittelpunkt und Existenz. Herr Sattler, was macht den Nürburgring so einzigartig unter den Rennstrecken in der Welt? Ja, ich denke, die den Nürburgring kennen und das vielleicht selbst schon erfahren haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die wissen genau, was die Rennstrecke, was das Besondere am Nürburgring ist. Es ist nicht direkt die Grand Prix-Strecke, sowas gibt es in anderen Ländern, an anderen Rennstrecken auch. Aber die Nordschleife als solches, die grüne Hölle, das ist schon etwas Einmaliges. Wer da mal Blut geleckt hat, der wird immer wieder dahin fahren. Herr Flimm, und was begeistert Sie an der bekanntesten Rennstrecke der Welt? Gut, das ist einfach die Historie. Ich komme ja aus einer Zeit, ich erinnere mich genau noch an Rosemeyer und Caracciola, die Auseinandersetzung. Ich war damals 8, 19 Jahre alt, da hat mich das schon interessiert. Ich war 1948 mit dem Fahrrad direkt zum ersten Rennen da. Dann bin ich ja selbst Motorsportler geworden, bin dann zwar auf das Zweirad und Zylinder umgestiegen, wurde dann aber vor 44 Jahren Vorsitzender des ADAC Nordrhein, der einer der Hauptveranstalter auf dem Nürburgring war, später ja auch Engagement in München. Ich habe dann mit der Ring in Schwierigkeiten kam und erneuert werden musste nach dem Niki Lauda-Unfall, wie die Kurzstrecke her musste. 5 Jahre lang einen Kampf geführt für die neue Grand Prix-Strecke und Erhalt der Nordschleife. Und das verbindet natürlich gewaltig, wenn Sie 65 Jahre eigentlich mit einem Objekt engagiert waren, umso dramatischer und umso mehr fast ist es Wut über das, was derzeit geschieht. Frau Thelen, der Nürburgring ist unverschuldet durch die Eifel in Schwierigkeiten gekommen. Das Land hat sich verspekuliert. Der Nürburgring steht vor dem Verkauf. Warum bereitet Ihnen das so große Sorge? Weil wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht, weil wir nicht wissen, inwieweit der wirtschafts- und strukturpolitische Auftrag des Nürburgrings in irgendeiner Weise für die Region erhalten bleiben kann. Was würde der Eifel blühen, wenn der Ring in die falschen Hände käme? Die Eifel würde ausbluten. Also wenn ein Investor kommt, der jedes lukrative Geschäft selber macht, dann wird nur noch unlukratives Geschäft in die Eifel selber vergeben werden. Und das würde bedeuten, dass die Unternehmen nicht mehr überleben können. Herr Sattler, Sie sind begeisterter Rennsportler, sehr erfolgreicher Unternehmer, Präsident der Industrie- und Handelskammer. Sie kennen sich mit Wirtschaft aus. Wenn Sie gefragt werden würden, in einer Minute zu erklären, wie das aktuelle Problem sich darstellt, was würden Sie sagen? Ja, das aktuelle Problem ist das, dass die Finanzierung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, sich einfach nicht rechnet. Das heißt also, ein Unternehmen hat sich verspekuliert, in dem Fall in Landeshand auch noch. Und jetzt muss eine andere Lösung her. Das heißt, es bleibt nur die Insolvenz als solches im Moment mal, wenn man das nach den Regeln macht. Und das heißt, neu aufzustellen. Und das heißt, wen kann man jetzt gewinnen als einen Investor, der auch dann die Ziele des Nürburgrings, des Projektes als solches, auch weiterhin tatsächlich in den Augen hält und für die Region das tut, was Frau Thelen vorhin schon gesagt hat. Das erhält, was da notwendig ist, damit die Region leben kann. Herr Flimm, die Rheinzeitung hat berichtet, dass über 200 Interessenten den Nürburgring kaufen wollen. Warum sind Sie trotzdem in so großer Sorge um diese Traditionsrennstrecke? Der Nürburgring ist eine Sportstätte von Einmaligkeit. Die Grand Prix-Strecke, davon gibt es viele, aber die Nordschleife ist wirklich einmalig. Dann durch die Struktur in unserem Lande hat sie eine Monopolstellung
unsere Veranstalter haben, die in diesem Ballungsgebiet Köln-Ruhrgebiet wohnen, haben keine Alternativen für die Rennstrecke. Für die Nordschleife gibt es ohnehin keine Alternativen. 24 Stunden, die nächsten können sie nur in Le Mans austragen. Dieser Ring deckt des Weiteren ab. Im Motorsport, wie beim Fußball, hat sie den Dorffußballplatz bis zum Olympiastadion. So wird der gesamte Sport abgedeckt. Was die Leute oft nur wissen, nicht einzelner, die Formel 1 und DTM, das ist die Spitze vom Eisberg. 99% der Motorsportler sind Amateursportler, die ihr eigenes Geld in ihren Sport stecken. Eine solche Strecke kann nicht privat gewinnorientiert geführt werden. Sie muss geführt werden, wirtschaftlich geführt werden, unternehmerisch geführt werden, aber kein Investor, der an diesem Ring verdienen will. Das geht nicht gut. Dafür kenne ich die Verhältnisse da seit 60 Jahren. Aber Herr Flimm, Sie sind doch selber Unternehmer. Warum trauen Sie einem motorsportaffinen Unternehmer nicht zu, dass er den Nürburgring samt Nordschleife auch im Sinne der Region betreibt, wo ja ein Großteil der Kundschaft auch dieser Rennstrecke sitzt und lebt? Nein, Herr Lindner, wenn ich als Unternehmer den Ring kaufe, mit 10, 20, 40 oder 50 Millionen, dann will ich eine Verzinsung haben oder meinen Geldgebern Dividenden zahlen. Oder es muss einer sein, der so viel Geld hat und aus Hobby diesen Ring kauft, der genau diese Ziele verfolgen will, aber keine Gewinnabsichten hat. Aber genau diese Ziele kommen wir nicht mit dem Land überein, nicht mit den Insolvenzverwaltern überein, gemeinsam daran zu arbeiten, einen solchen Investor zu finden. Herr Sattler, wenn wir gerade bei dem Thema Privatisierung und der Angst vor hochgejubelten Preisen, so wie der Herr Flimm das gerade erwähnt hat, nennt, glauben Sie denn nicht, dass der Markt das reguliert? Denn Sie sind selbst auch Unternehmer. Ja, die Frage ist, ob der Markt das selbst regulieren kann. Auch nach oben können die Preise nicht unendlich steigen. Das heißt also, es wird eine Kostenstruktur geben. Und wenn Sie dann aber letztendlich die Preise nach oben bringen, wir reden von Breitensport, wir wollen vielen Leuten den Nürburgring zugänglich machen, damit sie mit dem Auto da fahren können, damit sie da die Veranstaltungen besuchen können, damit Rock am Ring stattfinden kann und alle diese Veranstaltungen teilweise ja gar nichts mit Motorsport oder Autos zu tun haben. Und wenn Sie da freien Lauf lassen, wenn da ein Druck dahinter ist, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben sein muss, dann besteht ein großes Risiko, dass nach ein paar Jahren wieder Schluss ist, weil es vielleicht nicht erzielbar ist, weil die Menschen dann nicht mehr dahin fahren. Und das ist so dieses Risiko. Und deshalb ist es natürlich wesentlich besser, wenn der Ring in Händen von Leuten ist, die letztendlich damit nicht Geld verdienen müssen, sondern alles das Geld, was verdient wird, da bin ich ja dafür. Ja, das soll aber sofort bitte wieder reingesteckt werden, damit der Nürburgring eine langfristige Zukunft hat. Angst ist einfach auf die Frage, der Markt reguliert das. Leider nein. Die Insolvenzverwalter haben die Dinge so hochgejubelt, die Braut geschmückt. Viele Leute, Investoren, kennen die Verhältnisse auf dem Ring nicht. Das ist die große Gefahr. Der Ring hat einige hundert Meilen Hektar, nicht Meilen, einige hundert Hektar Land. Der Ring hat ein ungeheures Image, nicht nur in Deutschland, sogar weltweit. Leute, die diese Verhältnisse nicht kennen. Wir haben einen Anlagennotstand. Die Finanzinvestoren suchen krampfhaft an Anlagen, wo sie ihre 20% Provisionen abkassieren können, was nachher ist, ist ihnen egal. Und meine Angst ist einfach, dass es sehr viele geben wird, die auf ein wunderschönes Prospekt Luftaufnahmen vom 24-Stunden-Rennen, vom VLN, von der DTM, da sagen ja, oh, eine tolle Sache. Und die Leute, die die Infernis nicht kennen, wer klärt die auf? Wenn sich einer am Ring auskennt, dann ist es der ADAC, dessen Ehrenpräsident Sie sind. Warum erlösen Sie nicht die gesamte Region von der Sorge um den Ring, indem Sie sagen, ja, der ADAC kauft den Ring und gut ist? Gut, ich habe schon mal vor der Entscheidung gestanden. Seinerzeit hat der Bundesverkehrsminister mir seine 50% des Bundes angeboten mit 50 Millionen dabei. Ich habe es damals aus zwei Gründen nicht getan. Der eine Grund, weil das Land die Baukosten in utopische Höhe angesetzt hatte, wo wir nicht hätten mitziehen können. Wenn ich nachher wusste, wir haben für 69 Millionen dann hinbekommen, wie wir selbst eingegriffen haben. Der zweite Grund war, weil ich eigentlich der Auffassung war, dass Betreiber
und Inhaber und Veranstalter eigentlich in zwei verschiedenen Booten sitzen sollten. Ich kenne unsere Sportler, wenn man selber Eigentümer ist, dann möchten die zum Nulltarif fahren und das geht auch nicht. Auch wenn der ADAC oder wenn Eigentümer ist, muss Gebühren, muss Unterhaltungskosten haben. Der ADAC hat ja jetzt seinen Hut in den Ring geworfen mit sehr viel Bauchweh. Ich weiß, aber er will uns einfach aus der Not heraushelfen. Aber ihm sind Grenzen gesetzt. Und daran liegt auch das Problem, der ADAC wird diesen Poker nicht mitmachen. Er wird ein Konzept vorlegen, was zukunftsorientiert ist. Aber es kann einfach an der Preisvorstellung oder an den Preisgeboten, wenn die zu hoch gelobt werden, einfach scheitern. Frau Thielen, sind Sie denn dann glücklich, wenn der ADAC kaufen würde? Wäre das die Lösung, die Sie bevorzugen würden? Es geht überhaupt nicht um glücklich oder unglücklich. Mhm. Es geht einfach darum, dass wir eine für uns praktikable Lösung finden. Also, und es ist ja nicht so, als wenn unsere Region nicht auch von Unternehmern bestückt ist. Und es ist auch nicht so, als wenn wir nicht wissen, wie man Geschäfte macht. Also das ist immer etwas, was uns so ein Stück weit so ein bisschen unterstellt wird. Die, ich sage das jetzt mal ganz platt, die dummen Eifler, die wissen nicht, wie man Geschäfte macht und die machen die ganzen Sachen viel zu einfach und gar nicht professionell genug. Das ist nicht der Fall. Nur die Dinge, die wir tun, tun wir genau deshalb so, weil wir eben an der Stelle genau so Geld verdienen können. Und also das ist Unternehmertum. Herr Sattler, der Nürburgring an sich hat ja wunderbar funktioniert. Die Probleme hat dann in der Tat das Land mit einem überzogenen Invest der Region eingebrockt. Was ist aus Ihrer Sicht derzeit die Kernaufgabe des Landes, um diese Situation positiv zu lösen? Also ich glaube, dass man aufpassen muss, man kann jetzt nicht ein Unternehmen direkt mit einem Land vergleichen oder mit der Verantwortung eines Landes. Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn ein Unternehmen sich vergaloppiert hat und geht in die Insolvenz, dann hat das ganz normale Wege, die dann ablaufen. Und dann gibt es auch keinen mehr, der jetzt unbedingt etwas Verpflichtendes noch zu bringen hat. Ich glaube, im Fall des Nürburgrings ist das etwas anders. Wenn diese Situation auch noch durch nicht unerhebliches Mittun einer Landesregierung auf den Weg gebracht worden ist, dann, glaube ich, hat es auch eine Verantwortung zum Schluss, mit dafür zu sorgen, dass das noch glimpflich abgeht, weil es hilft ja auch nichts dem Land, wenn an dem Nürburgring jetzt ein Fall, es kauft jemand für viel Geld den Ring und der Landeshaushalt wird kurzfristig mal richtig aufgepäppelt und dann funktioniert das aber in 3 oder 4 Jahren nicht und dann werden viele, viele Millionen, Dutzende von Millionen jedes Jahr in die Region gepumpt werden müssen, damit die Menschen noch dort leben können und, weil es wird ja keinen Ersatzinvestor geben, der jetzt mal gerade dafür sorgt, dass das, was an Wirtschaft heute da ist, morgen auch wirklich dann als Dublette wieder da steht. Es wird keine Fabrik da oben gebaut. Das wird alles nicht machbar sein. Insofern muss man das, was da ist, erhalten. Der frühere Ringgeschäftsführer des Landes Karfitz war in der Region nicht nur beliebt. Die früheren Pächter Richter und Lindner waren in der Region geradezu verhasst. Jetzt sagt man den Insolvenzverwaltern nichts Gutes nach. Warum braucht die Region am Ring immer Feindbilder, gegen die sie mobil machen kann? Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also wir haben mit Dr. Karfitz auch immer zusammengearbeitet. Natürlich gibt es immer wieder Dinge, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und das wird dann eben auch ausgetragen und dann ist es dann auch gut. Mit Richter Lindner war es eine ähnliche Geschichte. Also eskalieren und dass das so in die Öffentlichkeit gezerrt wird, passiert das ja erst dann, wenn tatsächlich Dinge passieren, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Wenn Dinge passieren, die für uns in der Region insofern nicht nachvollziehbar sind, weil wir es nicht gewohnt sind, so miteinander umzugehen und so zu handeln. Herr Flimm, wir wissen nicht, ob der ADAC den Ring kauft oder nicht kauft, aber wenn Sie einen Wunsch frei hätten bis 2014, was würden Sie gerne im Sommer 2014 erfüllt wissen? Der Wunsch ist, das zu erfüllen, hat Frau Thelen gesagt. Das ist unser aller Wunsch, das zu erreichen. Dazu muss die Landesregierung wirklich jetzt massiv tätig werden. Sie hat Möglichkeiten dazu. Wir haben nicht 5 nach 12, wir haben 20 nach 12. Meine große Angst ist, dass eben ein falscher Investor kommt. Ich kann Ihnen das mit Sicherheit von ausgehen. Der ADAC wird, wenn er Dinge geprüft hat,
ein Konzept vorlegen, mit dem alle zufrieden sind. Es wird aber sicherlich, das weiß ich, eine Frage des Preises, ein Preispoker wird der ADAC, der seinen Mitgliedern gegenüber verpflichtet ist. Wir haben viele Rennstrecken im Lande, wir haben viele Sportler, kleine Motocross-Strecken und die alle notleidend sind. Und der ADAC, das ist die Angst, schafft einen Präzedenzfall davon. Nicht alle unsere 18 Millionen Mitglieder sind am Motorsport interessiert. Es wird da Schwierigkeiten geben. Wir haben schon Briefe vorliegen. Wir werden es trotzdem tun, aber in einem vertretbaren Maße. Und das wird der neuralgische Punkt sein, woran die Dinge sich entzünden werden. Herr Flimm, wenn der ADAC ein Konzept vorlegen will, wird die Runde auf der Nordschleife billiger? Was machen Sie mit dem menschenleeren Boulevard? Was machen Sie mit dem schimmelverseuchten Partydorf? Also da können Sie von ausgehen, dass wahrscheinlich muss man aus taktischen Gründen komplett bieten, weil man sonst keinen Einblick in die Samtunterlagen bekommt. Wenn man nur auf einen Teil bietet, werden sie einem nur einen Teil anbieten. Davon können Sie ausgehen, dass wenn der ADAC es ist, danach möglichst schnell die anderen Dinge einer anderen Nutzung zuführt, einem anderen Eigentümer zuführt, die nicht übernehmen will. Also wir sind nicht weder an Hotels noch an einer Achterbahn noch an solchen Dingen interessiert. Also ich darf nicht wir sagen, der ADAC, meine ich damit. Ansonsten geht es ihm wirklich nur um die Rennstrecke zu bewirtschaften und eben auch kostendeckend zu arbeiten. Deshalb ist man auch sehr vorsichtig, will sich nicht festlegen, ist, dass man Einsicht genommen hat, um dann ein Konzept vorzulegen. Wir müssen zu dem Konzept stehen. Wir können nicht wie ein Immobilienfinanzier sagen, die Dinge laufen nicht mehr, wenn wir uns verpflichten, der ADAC sich verpflichtet. Und dann gehe ich von aus, dass es eine Stiftungssatzung oder sonst etwas geben wird, die auch über die Person hinaus den Bestand des Ringes so sichert, wie wir ihn gerne hätten, wie wir es 80 Jahre gehabt haben. Das klingt ja schon nach sehr fortgeschrittenen Plänen. Wir werden sicherlich weiter dranbleiben an diesem Thema. Freuen uns, dass Sie heute zu Gast waren hier bei uns. Das war im Dialog mit Christian Lindner und Christian Opitz. Vielen Dank. Dankeschön.